Sam, bedeutet das die Welt? Sam, was in aller Welt machst du da? Was? Nichts Süßes im Haus. Ich hab nicht mal ein Haus. Wie überlebe ich das? Oh, und wo wohnst du gerade? Nun, nicht in meinem Haus. So viel ist sicher. Okay, füttern wir dich erstmal. Süßigkeit? Ja, klar. Dann sterbe ich an akuter Zuckermangelitis. Oh Mann, beruhige dich doch. Ich mach dir Popcorn. Pop was? Popcorn. Wie im Kino, weißt du noch? Ah, keine Bonbons. Aber okay. In der Mikrowelle wird dieses Päckchen dreimal so groß. Interessant. Funktioniert das auch mit Süßigkeiten? Weniger werden ganz viele? Wir legen es so hier rein und schalten auf 4 Minuten höchste Stufe. Blöden Punkte am Fenster ausgedacht. Ich sehe nichts. Komm schon, wachse und mach mich glücklich. Heiliger Bimpam, das schießt wer? Das schießt niemand, Sam. Ach, du magst mich bestimmt nicht mehr und willst mich loswerden. Red keinen Unsinn. Du hast recht. Ich bin sehr liebenswert. Okay, was haben wir denn hier? Autsch, heiß. Das hätte Sam machen sollen. Popcorn ist fertig. Und es sieht gut aus. Sam, einmal aufmachen und in die Schale damit. Sam, wo steckst du? Probier mal. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Guck mal, die kleinen Körner sind riesig geworden. Sehr beeindruckend ist das nicht. Es müsste so groß werden können. Das? So groß? Gieriger Schleim kriegt weder Kokosnuss noch Popcorn. Dein Popcorn ist so klein, weil du es falsch gemacht hast. Das hier solltest du machen. Warte ab. Ich lasse deine Seifenblase nur ungern platzen, aber das wird nichts. Blödsinn! Das sagst du nur, um mich zu ärgern. Hey Leute, glaubt ihr, Sam kann aus dem Mais Popcorn machen? Drückt auf Pause und schreibt es in die Kommentare. Ihr erfahrt gleich die Antwort. Auch wenn ich sie schon kenne. Ach, als ob du die Popcorn-Expertin bist. Mach mal ruhig. Ich wasche mir die Hände. Ich kann nicht, bevor uns nicht alle abonniert haben. Das haben alle, Sam. Nicht alle. So ist besser. Sam, ist raus. Okay, Maiskolben, rein mit dir. Genau so. Junge, bist du schwer. Und Tür zu. Hui! Das macht Spaß. Hui! Okay, Sammy, genug Spaß. Schalten wir ihn an. Er muss wachsen. Ich habe ihn getragen, die Maschine angemacht. Ich habe so viel Kraft verloren, dass nur ein Kilo Süßes mich reiten kann. Außerdem musst du sie unrecht haben. Oh, ist das dein Ernst, Kolbi? Nicht ein Zentimeter? Ich hab's. Die Maschine ist kaputt. Ich sollte es mit Süßigkeiten probieren. Die wachsen bestimmt. Okay, meine Süßen. Enttäuscht mich nicht. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Tut mir den Gefallen. Nein, im Ernst. Was sollen diese Punkte? Was ist das? Ah! Susi! Woher hast du diese grausame Maschine? Sie hat meine Lieblinge umgebracht. Wie kannst du fernsehen, wenn deine Maschine mich am helllichten Tage überfällt? Ich hab... Da ist eine Pfütze. Nichts Süßes. Du schuldest mir 20 Gummibärchen. Nein, 30. Vielleicht doch 40? Ja, 40. Für seelische Schäden. Ich eile. Dein Popcorn ist verformt. Und wie hättest du es gern? Schleimförmig natürlich. Und wie soll das gehen? Machen wir einen Lebkuchenmann. Okay, Schleim kann ein Mann sein. Wir brauchen 2 Förmchen und Schokolade. Als erstes schmelzen wir die Schokolade im Wasserbad.
Ja, ich habe eine böse Maschine benutzt. Das kann sie immerhin. Jetzt müssen wir die Schokolade so in die Form gießen. So flüssig. Und die zweite. Yeah. Zeit, das Popcorn dazuzugeben. Ein wenig hier rein und etwas dort. Und großzügig mehr Schokolade drauf. Das riecht wirklich toll. Ist es schon fertig? Ich warte nicht gern. Ich könnte ohnmächtig werden. Und ich mag keinen bösen Schleim. Reiß dich zusammen. Jetzt haue ich sie zum Abkühlen in den Kühlschrank. Schokolade, oh, Schokolade. Eine Stunde ist rum. Unser Lebkuchenmann sollte fertig sein. Jetzt vorsichtig aus der Form holen, nicht zerbrechen. Einmal und zweimal. Die Förmchen sind super. Er schmilzt schnell, aber sieht super aus. Weniger Popcorn, mehr Schokolade. Perfekt. Leute, Daumen hoch für unseren Schoko-Popcorn-Mann. Ja, nicht vergessen. Ich hab schon geklickt. Und Susi, wo ist mein Haus? Schleim braucht ein Haus. Bitte sehr. Bist du jetzt glücklich? Nicht ganz. Aber erstmal reicht das. Einweihungssüßigkeiten? Viel Spaß. Vielleicht lässt du mich jetzt in Ruhe und hörst auf, dich zu beschweren. Ja, ja. Stell mein Haus einfach dahin, wo es ruhig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, freut Sam sich über Daumen hoch. Das war's für heute. Habt einen tollen Tag.